Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute zum Webinar mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor, natürlich mit Julian Bönisch. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen von FX Flat zu diesem Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Julian uns heute so erzählen wird. Ich hoffe, Sie auch. Und bevor ich den Bildschirm an den Julian übergebe, würde ich einmal direkt zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken und Sie müssen am Ende immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja, bitte verstehen Sie darüber hinaus gleich Aussagen, die von Julian auftreten könnten, bitte nicht als Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Das muss noch dazu gesagt sein. So. So, du hast den Bildschirm. Ich habe ein leeres Word-Dokument vor mir, wenn das 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 Ziel war. ist gut, dann sollte das jetzt Jetzt habe ich den Einkommensinvestor. perfekt. Gut, dann würde ich sagen, übernehme ich ab hier. Dann erstmal vielen Dank für die Einleitung. Gerne, gerne. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen hier zum weiteren Webinar in der Zusammenarbeit mit FX Flat. Ich freue mich heute ganz besonders, dass wir heute wieder zusammen uns dem einkommensorientierten Investieren widmen. Der nächste Termin, da möchte ich schon mal so ein bisschen spoilern für, findet am 27.04. statt, auch wieder um 18 Uhr, wie gehabt. Und ich würde sagen, weil ich sehe, dass wieder einige Teilnehmer mit dabei sind, ich stelle mich auch vielleicht für den einen oder anderen, der im Nachgang sich die Präsentation auf dem YouTube-Kanal von FXFed anschaut, mich einmal mal kurz vor, dass Sie auch ein Bild von mir haben. Und zwar, ja, ich bin Julian, ich bin Börsenenthusiast seit 2010, damals im Rahmen meines Finanzstudiums auf die Börse aufmerksam geworden, habe damals in Göttingen studiert. Und habe sozusagen eine ja, sehr akademische Herangehensweise zumindest zu Beginn gehabt. Bin dann so ein bisschen weg von diesem, das, was man, sage ich mal, in der Uni lernt und habe mich autodidaktisch weitergebildet, habe viel in dem Bereich ja, gelesen, habe auch das ein oder andere Seminar in dem Bereich besucht und habe mich aber auch viel autodidakt einfach durch Try and Error letztendlich ausgebildet. Während des Studiums noch viel Zeit gehabt, sage ich mal, Daytrading sehr aktiv zu handeln, dann irgendwann mal mich so ein bisschen hingesetzt, reflektiert, ja, was ich hier eigentlich so den ganzen Tag mache und dann, sage ich mal, festgestellt, dass ich eigentlich an die Börse herangegangen oder herangetreten bin, weil mich immer das fasziniert hat, dass die Börse uns die Möglichkeit gibt, mit Geld Geld zu verdienen. Das heißt, wir müssen nicht sozusagen direkt unsere Lebenszeit irgendwie dafür einsetzen, um Geld zu verdienen, sondern wir haben die Möglichkeit, mit Investitionen schlussendlich unabhängig, Zeit, Ort unabhängig Geld zu verdienen. Und das ist mir irgendwann so bewusst geworden und dann habe ich mich so ein bisschen abgewendet von dem aktiven Handel, von dem aktiven Daytrading und bin hin auf die Seite des Investors gewechselt. Ganz wichtig an der Stelle, das Ganze bedeutet nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich sage nur, für mich persönlich war das der richtige Weg und habe dann angefangen, mich viel mit ja, Warren Buffett auseinanderzusetzen, Benjamin Graham. Das heißt, ich habe viel Value Investing betrieben. Und bin dann irgendwann dann weiter, mich sozusagen weiter eruiert und bin dann irgendwann beim einkommensorientierten Investieren gelandet. In dem Bereich betreibe ich heute auch sehr aktiv einen YouTube-Kanal. Da sind weit über 200 Videos mittlerweile online. Also gern mal vorbeischauen. Ich freue mich immer über ein Abo an der Stelle natürlich. Und ja, da kommen auch regelmäßig immer mal Investitionen, die ich tätige, stelle ich davor, bespreche die. Und wenn Fragen im Nachgang sind, natürlich gerne hier im Rahmen des Webinars stellen, gern aber auch ja, im Rahmen des YouTube-Kanals als Kommentarfunktion drunter schreiben oder auch gerne über meine Webseite. Da gibt es ein Kontaktformular, da können Sie mich natürlich auch gerne immer kontaktieren. Ansonsten, die Einleitung war ja schon, dass darauf gepocht wurde, dass das Ganze natürlich immer nur eine Idee ist oder meine Schulungsideen in dem Moment sogar sind und das Ganze natürlich nicht als Anlage oder Kaufempfehlung zu verstehen ist, das möchte ich hier von meiner Seite auch nochmal betonen. Das heißt, alles, was in der Folge passiert und was ich von mir gebe, darf hinterfragt werden, ist lediglich meine Meinung und das dürfen Sie natürlich gerne prüfen. Ansonsten starten wir wie immer, vielleicht kennen Sie das schon, mit einem Zitat. Ich habe heute wieder so was mitgebracht, ja, mit dem kleinen Augenzwinkern. Ich war noch nie in einer Situation, wo Geld zu besitzen die Situation schlimmer gemacht hätte. Finde ich persönlich ein ganz ja, witziges Zitat, was, wenn man darüber nachdenkt, aber auch ein bisschen Tiefgründigkeit mit sich bringt, sofern es dieses Wort gibt.
und ja, man da sicherlich mal drüber nachdenken kann. Ansonsten Agenda, was haben wir heute vor? Wir schauen uns eine kurze Wiederholung dessen an, was wir letztes Mal besprochen haben. Ich habe mir das auch nochmal überlegt und ich habe gemerkt, dass wir hier ruhig nochmal so ein bisschen intensivere Wiederholung anstreben, weil ich glaube, dass letztes Mal auch für den einen oder anderen das vielleicht neu war. Ja, zumindest ist das so ein bisschen die Reaktion gewesen und dementsprechend möchte ich hier das Thema nochmal aufgreifen. Ich möchte dann aber davon ausgehend ein weiteres Thema hier präsentieren, hier vorstellen, und zwar ebenfalls eine unternehmerische Sonderform und dann davon ausgehend logischerweise das Ganze natürlich auch in die Praxis umsetzen. Ich habe hier wieder zwei, wie ich finde, sehr interessante Unternehmen mitgebracht. In das eine Unternehmen bin ich selber investiert. Sogar im Zuge des, ich sag mal, was wir vor einem Jahr gesehen haben, diesen Rutscher an den Märkten. In diesem Zeitpunkt bin ich damals in das eine der beiden Unternehmen angestiegen. Das andere ist auf meiner Watchliste, aber bin ich bis dato nicht aktiv geworden. Aber da kommen wir dann an der Stelle auch nochmal zu. Wir werden auch einen kleinen Ausflug in die saisonalen Charts machen. Das ist auch etwas, dessen ich mich schlussendlich immer bediene, um so ein bisschen auszuloten, wann denn gegebenenfalls ein guter Einstieg oder vielleicht auch Ausstieg an den Finanzmärkten sein könnte. Wichtig, ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber gerade die Saisonalitäten, die man ja auch in der Wirtschaft wiederfindet, die helfen da doch ungemein. Zumindest hat das meine Erfahrung und die Vergangenheit gezeigt. So, kurzer Rückblick in den Spiegel. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben uns mit den unternehmerischen Sonderformen auseinandergesetzt. Unternehmerische Sonderform, einmal zusammengefasst, bedeutet, wir haben einmal die klassische Aktiengesellschaft, ja, die auch dementsprechend ihre Steuern zahlt und entsprechend eine Kapitalgesellschaft darstellt. Aber es gibt auch sogenannte unternehmerische Sonderformen, die wiederum nicht grundsätzlich unter das Aktiengesetz fallen, sondern vielleicht auch ihre eigene Gesetzgebung haben und dementsprechend auch rechtlich beziehungsweise vor allen Dingen aber steuerrechtlich anders gestellt sind und anders mit ihnen umgegangen wird. Und das ist natürlich gerade für uns als Anleger immer so eine Thematik, ja, steuerlich, ja, alles, was irgendwie mit Steuern zu tun hat, schmälert ja erstmal unsere Rendite und da schauen wir natürlich immer, dass wir zum Beispiel so etwas wie eine unternehmerische Sonderform vielleicht auch nutzen, um einfach auf ganz legale Art und Weise natürlich unsere Steuerlast ein bisschen zu, ich sag mal, steuern. Das bedeutet, bei den unternehmerischen Sonderformen ist es abweichend im Vergleich zu den Aktiengesellschaften so, dass sozusagen die Unternehmensgewinne kaum besteuert werden, sage ich mal, sondern dass der Unternehmensgewinn, also der Bruttogewinn sozusagen, in der Regel komplett ausgeschüttet wird an die Aktionäre. Normalerweise ist es ja so, wenn man sich das jetzt mal ganz einfach vorstellt, wir haben machen Umsatz, ja, das Unternehmen macht Umsatz, das Unternehmen hat Ausgaben, die werden dann logischerweise von dem Umsatz abgezogen. Dann wiederum wird von dem, was am Ende übrig bleibt, also von den Einnahmen, werden dann noch die entsprechenden Ausgaben abgezogen, dann bleibt der Bruttogewinn über. So, der Bruttogewinn muss logischerweise versteuert werden, dann haben wir aus dem Bruttogewinn den Nettogewinn, ja, also den Earning per Share, den EPS. Und dieser wiederum wird dann von der Unternehmensebene zu uns als Privatperson quasi oder als Aktionär vielmehr ausgeschüttet. Und da hatte ich letztes Mal auch den Hinweis gebracht, hier ganz wichtig, falls hier der ein oder andere Steuerberater oder Rechtsanwalt darunter ist, ne, das Ganze ist natürlich keine steuerliche Beratung, das Ganze ist auch keine rechtliche Beratung. Das hier ist sicherlich in diesem Kontext falsch verwendet, dieses Wort. Deswegen setze ich es mal in Häkchen. Es soll einfach nur das abbilden, dass sozusagen das Unternehmen hier auf Unternehmensebene besteuert wird und es dann erst das, was sozusagen überbleibt, also den Nettogewinn sozusagen, davon auch Teile in die Rücklage einzahlt, Teile auch reinvestiert auf Unternehmensebene und das, was quasi überbleibt wiederum, wird dann an uns Aktionäre weitergeleitet und darauf wiederum zahlen wir natürlich Kapitalertragssteuer, Soli und auch Kirchensteuer. Das meine ich in diesem Sinne mit dem Wort Doppelbesteuerung. Also einmal wird auf Unternehmensebene besteuert und einmal wird dann nochmal auf privater Ebene ebenfalls nochmal mit den Steuerarten besteuert.
Das ist das Prozedere bei einer klassischen Aktiengesellschaft. So, jetzt gehen wir mal weg von der klassischen Aktiengesellschaft und gehen mal hin zu einer unternehmerischen Sonderform. Und da ist das Ganze oft ein bisschen anders, nämlich wir haben auf Unternehmensebene den Bruttogewinn und von diesem Bruttogewinn werden jetzt nicht erst die Steuern gezahlt, sondern der Bruttogewinn wird nahezu komplett ausgeschüttet. Und das, was dann überbleibt, ist quasi der Nettogewinn, der dann auf Unternehmensebene besteuert wird. Aber das ist dann fast gar nichts mehr, weil teilweise unternehmerische Sonderformen, gerade im Bereich der REITs, das ist ja das, was wir uns letztes Mal angeschaut haben, mindestens oder mehr als 90% ausschütten müssen. Ja, das bedeutet, wir haben hier quasi den Bruttogewinn, ja, und davon werden teilweise mehr als 90% ausgeschüttet. Das, was hier dann verbleibt, ist der Nettogewinn und der ist dann mehr oder weniger nahe Null, ja, weil es werden nicht 90% oder vielleicht 95% oder 97% ausgeschüttet und dementsprechend zahlt das Unternehmen, zumindest theoretisch betrachtet, erstmal nahezu keine Steuern. Die einzigen, die dann die Steuern zahlen, sind quasi wir auf unserer Ebene, dementsprechend hier, wie gesagt, in Häkchen, Einfachbesteuerung. Und hier nutzen wir dann sozusagen einmalig die Kapitalertragsteuer plus Soli plus Kirchensteuer, bekommen aber in Häkchen mehr vom Kuchen, weil ja auch mehr ausgeschüttet werden kann, da es zuvor nicht besteuert wurde. So, das ist erstmal so die Grundidee einer unternehmerischen Sonderform. Und jetzt ist es natürlich so, dass es hier unterschiedliche Arten dieser Sonderformen gibt. Ja, und eine davon haben wir uns letztes Mal angeschaut. Das sind die sogenannten REITs, die Real Estate Investment Trusts, ja, oder REITs, wie immer man das aussprechen möchte. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine, ich sage immer salopp, Immobilienaktie. Das heißt, dort ist eine Firma tätig, die an der Börse gehandelt wird und die in irgendeiner Art und Weise mit der Immobilienwirtschaft, mit diesem Immobilienkonstrukt, egal ob jetzt im Bereich Finanzierung, im Bereich Bewirtschaftung, im Bereich Vermietung, sind diese REITs sozusagen tätig. Und da habe ich letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es für uns als Anleger, meines Erachtens nach auch als einkommensorientierter Anleger, eine super Möglichkeit ist, sich diesen REITs zu bedienen, weil sie einfach uns die Möglichkeit geben, mit sehr kleinem Geld, ja, wir können ja hier in der kleinsten Stückelung agieren, weil das ist wie ähnlich wie ein Kauf einer Aktie, wenn man sich das überlegt, bei FXLet schaut man sich an, okay, was kostet zum Beispiel eine REIT-Aktie, zum Beispiel Realty Income habe ich, glaube ich, letztes Mal vorgestellt oder Omega Healthcare habe ich sicherlich vorgestellt und da sieht man, dass man wirklich mit kleinem Budget sozusagen anfangen kann, in Immobilienwerte zu investieren. Wohingegen, wenn ich mir natürlich überlege, was ist denn die andere Möglichkeit, im Bereich Immobilien tätig zu werden, also welche anderen Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich. Und dann wird man schnell feststellen, dass alles, was so als Direktinvestition möglich ist, natürlich immer mit sehr großen Beträgen in der Regel einhergeht, wobei sehr groß hier in dem Bereich natürlich auch relativ ist. Gerade wenn man das über einen Kredithebel macht, relativiert sich das auch schnell wieder. Aber es ist halt eine Möglichkeit, sich hier nicht ein Klumpenrisiko ans Bein zu binden, ja, weil davon muss man sich oder darüber muss man ja auch mal sprechen. In der Regel ist es so, dass wenn man diverse Immobilien in Deutschland oder vielleicht sogar in seiner Heimatstadt hält, dann ist das natürlich schon ein Klumpenrisiko, weil wir sind natürlich immer noch in dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und damit dementsprechend wahrscheinlich auch noch in einer Kommune. Und wenn da Gesetzesänderungen vonstatten gehen, dann sind wir denen natürlich immer ein Stück weit unterlegen und ausgeliefert. Zu anderen ist es natürlich auch so, dass gerade wenn irgendwie wirtschaftliche, ich sag mal, negative Entwicklungen stattfinden in diesem Wirtschaftsbereich, kann das natürlich auch schnell dazu führen, dass vielleicht unsere Vermietung ins Stocken gerät oder der Wert unserer Immobilie sich negativ beeinflusst. Das heißt, hier eine wirklich diversifizierte Immobilieninvestition sich zu überlegen, aufzustellen, ist in der Regel immer sehr schwierig, weil einfach, ja, wenn man breit, sage ich mal, investieren oder diversifizieren möchte, global gesehen und das mit Direktinvestitionen, ist das natürlich ein sprachliche Barrieren, wir haben rechtliche Barrieren und das ist natürlich auch ein enormer finanzieller Aufwand, den man hier stemmen muss. Dementsprechend bieten die REITs hier wirklich eine sehr, sehr schöne Abhilfe. Was natürlich auch noch dazu oder dagegen spricht, sage ich mal, sich direkt in Immobilien zu beteiligen und ich möchte die Immobilieninvestitionen überhaupt nicht verteufeln. Ich bin selber investiert direkt in
verschiedene Wohnungen. Nichtsdestotrotz geht es aber darum, dass ich mir natürlich immer bewusst bin, dass ich diese Wohnung einordnen muss in mein Gesamtportfolio und dementsprechend natürlich auch ausländische REITs kaufe, in ausländische REITs investiere, um, sage ich mal, dieses Klumpenrisiko innerhalb von Deutschland ein Stück weit auch zu glätten. Die meisten, die, sage ich mal, eine Immobilie erworben haben, die werden das kennen. Ja, man hat sehr hohe Erwerbsnebenkosten, man hat Notarkosten, Grundbuch, Grundsteuer, Maklerkottage, alles das kommt irgendwie mit rein. Zusätzlich, je nachdem, ob man es mit dem Kredit macht, muss man auch bereit sein, sich, sage ich mal, zu verschulden, wenn man das möchte. Und das sind halt alles Sachen, die viele auch schlussendlich abschrecken. Und dementsprechend einfach auf die REITs, auf die Real Estate Investment Trusts ausweichen, die dafür da sind, Immobilien zu erschließen, zu verwalten, zu bewirtschaften. Genau das Gleiche gilt aber auch für Grundstücke. Und das Interessante dabei ist, dass jedes Land, auch Deutschland, hat eine eigene REIT-Gesetzgebung. So ähnlich wie man das von dem Aktiengesetz gibt, gibt es auch ein REIT-Gesetz. Und da ist genau drin geregelt worden, was diese REIT-Gesellschaften schlussendlich dürfen. Ja, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass die nicht im privaten Wohnraum aktiv werden dürfen. Und ich weiß nicht, wie das in den anderen Ländern jetzt ist. Zum Beispiel in Amerika ist das kein Problem. In Deutschland ist das immer so ein bisschen problematischer. Da ist das alles immer sehr stark reguliert. Dementsprechend halt hier auch der Grundgedanke, sage ich mal, wenn man selber zum Beispiel die eigenen vier Wände hat, vielleicht weniger in deutsche REITs zu investieren und sich dann doch vordergründig einfach mal im asiatischen, kanadischen oder auch im US-amerikanischen Markt sich anzuschauen, weil da gibt es dann doch sehr attraktive Möglichkeiten, sich hier auch ein Stück breiter zu diversifizieren. Ansonsten hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, dass es unterschiedliche REIT-Arten gibt. Ja, es gibt einmal die Equity Rights, es gibt die Mortgage Rights und es gibt die hybriden Rights. Ich habe dazu auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, Einkommensinvestor, gern mal vorbeischauen, sich das anschauen, da erkläre ich das vollumfänglich. Ich kann mal so viel sagen, dass die Equity Rights, also die Rights, die sozusagen schlussendlich dafür zuständig sind, dass Grundstück auch tatsächlich zu kaufen, beziehungsweise die Immobilie besitzen schlussendlich auch, ich sag mal, das Betongold. Dann gibt es die sogenannten Mortgage Rights, die wiederum handeln mit oder profitieren von Zinsdifferenzgeschäften. Das heißt, die handeln mit hypothekarisch besicherten Wertpapieren. Bedeutet, das Ganze ist natürlich ein bisschen spekulativer. Ergo ist auch die Rendite ein bisschen attraktiver. Und dann gibt es noch die hybriden Rights, das ist dann quasi der Equity Right plus der Mortgage Right, ergibt sozusagen den hybriden Right. Und da geht es dann darum, dass sie sich sozusagen beiden Geschäften quasi bedienen. Ansonsten, in was für Immobilien oder in was für Arten von Immobilien investieren diese Rights? Das ist komplett, wie ich gesagt hatte, abhängig vom Standort. In Deutschland sind halt private Wohnungen ein bisschen schwierig. Normalerweise kann das aber sein, wirklich von bis. Also das kann sein von einem Einfamilienhaus, einer Wohnung, einem Apartment über, ich sag mal, Büro, Gewerbeimmobilien bis hin zu Krankenhäusern ist sozusagen alles mit dabei. Vorteil ist, das Ganze sind börsengehandelte Wertpapiere. Das heißt, ja, so wie wir das klassisch kennen und so wie das auch über FX Flat umsetzbar ist. Das Schöne dabei ist, dass diese REITs sehr oft oder ihren Ursprung in den USA genommen haben und dazu da waren, zum einen die Immobilienwirtschaft zu fördern, aber auch, ich sag mal, die Zielgruppe der Rentner und der Pensionskassen anzusprechen, weil sie gerade in ihren Ausschüttungsvorgaben sehr konkrete Vorgaben machen. Das Ganze nennt sich Management Distribution Policy. Da geht es darum, dass man sich auf Unternehmensebene sozusagen im Jahr oder im Vorfeld darüber berät und das auch verabschiedet, dass man sagt, okay, wir möchten in dem nächsten Jahr folgende Summe dann und dann ausschütten und dann wird sich auch versucht, akribisch daran zu halten. Und das spielt natürlich gerade, sage ich mal, Rentner oder Pensionskassen, die auf einen stabilen und interessanten Cashflow angewiesen sind, in die Hände. Denn diese REITs stammen, wie wir es ja eingangs jetzt auch schon gesagt haben, aus der Immobilienwirtschaft. Und diese Immobilienwirtschaft erzeugt schlussendlich Cashflows, die sehr gut planbar sind. Ne? Man muss sich das so vorstellen oder jetzt im Gegensatz dazu mal in Technologie-Riesen wie Apple. Da ist das natürlich so, klar. Der performt natürlich wahrscheinlich ein Vielfaches von dem wie ein REIT, aber
Es ist da auch so, dass immer sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung investiert werden müssen. Es muss sehr, sehr viel reinvestiert werden, um einfach State of the Art zu sein, um das neueste iPhone zu entwickeln, um die neueste Software zu haben, um die wieder zu verbessern, um sich einfach einen Vorteil am Markt zu erhaschen. Und wenn man mal ehrlich ist, naja, bei einer Wohnung, bei einem Immobilienbestand, das ist schon sehr langweilig und das ist schon eigentlich immer das Gleiche. Ja, man macht mal das Dach neu, man investiert in die Fassade, man investiert in die Dämmung, aber im großen Teil ist das alles in der Regel sehr planbar. Und das führt dann einfach dazu, dass man es gut kalkulieren kann und dementsprechend auch ein sehr konstanter Cashflow an den Aktionär ausgeschüttet werden kann. An der Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, weil wir jetzt mit der Wiederholung sozusagen auch gleich durch sind. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gern in den Chat rein. Das ist überhaupt kein Thema. Die können wir am Ende gern besprechen. Nur ich schaue aktuell, sage ich mal, nicht in das Fragenfenster rein, weil mich das sonst so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Deswegen, ich gehe erstmal den Content durch, den ich heute mitgebracht habe. Und dann, wie gesagt, wenn ihr mögt, sehr gerne widmen wir uns dann am Ende natürlich noch euren Fragen. So, das heißt, wir können jetzt einen Haken setzen an den ersten Teil der unternehmerischen Sonderform. Wir haben hier sozusagen jetzt einmal die REITs abgearbeitet. Ja, für mich etwas, was ich selber, wie gesagt, auch im Bestand habe. Ich habe es, denke ich, erklärt, wo die Vorteile, wo die Nachteile sind. Ich finde, persönlich ist eine super Möglichkeit, um einfach einen Fuß in diesem Immobilienwirtschaft irgendwie mit drin zu haben und da so ein bisschen mit zu profitieren. Und das nächste sehr spannende oder die nächste sehr spannende unternehmerische Sonderform, die ich mitgebracht habe und über die ich heute sprechen möchte, sind die BDCs. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was, vielleicht auch nicht, macht auf jeden Fall gar nichts, denn wir schauen uns heute an, was es damit auf sich hat. Was es auf jeden Fall damit auf sich hat, dass es, wie gesagt, eine Sonderform ist und dementsprechend auch wieder genau das für diese BDCs gilt, was für die REITs gilt, nämlich die Unternehmensgewinne werden nahezu nicht besteuert, weil sie ausgeschüttet werden. Ja, das heißt auch hier wieder, der Bruttogewinn wird ausgeschüttet und dementsprechend wird auf der unteren Ebene, also auf der privaten Ebene, wird das dann entsprechend versteuert. Dafür bleibt dann auf der Unternehmensebene relativ wenig an Gewinn übrig. Dementsprechend wird auch relativ wenig versteuert. BDC ist die Abkürzung für Business Development Companies und ist auch wieder eine Erfindung aus den USA, geht zurück auf den Investment Company Act von 1940 aus den USA. Man kann dazu sagen, dass im Allgemeinen, was machen die BDCs? Sie sind börsennotierte Beteiligungs- und Sanierungsgesellschaften. Ja, das heißt, sie sind, wie gesagt, börsennotiert und sie sind dafür da, Beteiligungen an anderen Firmen zu tätigen und auch Firmen zu sanieren. So, wichtig ist aber, diese Firmen, an denen sie sich beteiligen, die müssen in den USA sein. Und das Interessante ist, dass an den Firmen, an denen sie sich beteiligen, die sind in der Regel nicht börsennotiert, weil es gibt ein Gesetz in den USA, das es quasi kleinen Unternehmen verbietet, Wertpapiere auszugeben, direkt oder indirekt, sei mal dahingestellt, an mehr als 100 Personen. So, das heißt, eine breite Publikumsbeteiligung ist dementsprechend ausgeschlossen für diese kleinen bis mittelständischen Unternehmen. Das bedeutet, sie haben nur die Möglichkeit, sich zu refinanzieren über Bankkredite. So, und wenn wir uns jetzt mal die Problematik dahinter vorstellen, jetzt ist es ja so, dass vielleicht die Bank sehr hohe Auflagen hat, ja, an ein kleines wachsendes Unternehmen und sagt, du musst die und die Punkte erfüllen, dann finanzieren wir dich. Die können das nicht erfüllen, können aber auch nicht so einfach an die Börse gehen. Dementsprechend müssen sie sich einfach überlegen, wie sie sich refinanzieren können. Und da kommen sozusagen die Business Development Companies ins Spiel, die dann wiederum hier als ja, Kreditgeber fungieren. Das heißt, sie finanzieren die sozusagen. Und so haben die Möglichkeit, diese kleinen bis mittelständischen Unternehmen eben auch an Kredite zu kommen, außerhalb von dem klassischen Bankkredit. Das heißt, der Fokus liegt hier auf die Finanzierung und ist wichtig von nicht börsennotierten Gesellschaften. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, über den BEC mittelständischen oder auch kleinen Unternehmen Wagniskapital zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich ein enormes Hebelmittel, sage ich mal, für diese aufstrebenden Unternehmen. Wichtig ist hierbei, dass
der Verschuldungsgrad der BDCs gedeckelt ist. Also die Bilanzsumme darf maximal eine Verschuldungsquote von 50% aufweisen. Das heißt, hier hat man so in Häkchen so eine Art Stop-Loss mit drin in der Gesetzgebung verankert, damit die halt sich nicht überhebeln und ja nicht zu viel Gelder rausgeben an diverse aufstrebende Unternehmen und sich sozusagen da in Schieflage geraten, weil man muss natürlich schon sagen, dass das Ganze auch mehr oder weniger spekulativ ist. So, das erstmal dazu. Dann weiterhin wichtig, dass der Hauptsitz der Unternehmen in den USA sein muss. Und eine zusätzliche Komponente, um hier so ein bisschen Risiko rauszunehmen, ist es, maximal 25% Ihres Vermögens an einem Unternehmen oder in ein Unternehmen gesteckt werden darf. Ne? Das hat einfach die Bewandtnis, das sage ich mal, wenn der BDC jetzt 50% seines Vermögens in ein Unternehmen investiert und das Unternehmen entwickelt sich dann anders als erwartet, gut, dann können wir uns wahrscheinlich alle selber Gedanken machen, dass dann wahrscheinlich nicht nur das Unternehmen in Schieflage gerät, sondern vielleicht auch der BDC. Deswegen hier diese zwei, ich sag mal, Regeln, ja, einmal die Bilanzsumme darf nicht mehr als 50% Verschuldungsquote aufweisen und darüber hinaus dürfen Einzelinvestitionen halt auch nicht die 25% des Gesamtvermögens quasi überschreiten. Dann ist es so, dass man bei den BDCs ein bisschen aufpassen muss. Es gibt zwei unterschiedliche Arten davon. Ja, da muss man dann in der Tiefe ein bisschen recherchieren, wie sind die geführt. Es gibt einmal die intern gemanagten BDCs, die haben in der Regel niedrige Kostenquoten. Und es gibt die extern gemanagten BDCs, da werden dann externe Manager quasi für eingesetzt, um, sage ich mal, auch in diesen Sanierungsgesellschaften tätig zu sein. Und das wird natürlich entsprechend vergütet. Dementsprechend kann das dazu führen, dass hier eine höhere Kostenstruktur auf einen wartet. Das muss man sich dann immer in der Gänze anschauen. Ansonsten ist es so, was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist eingangs schon beschrieben worden. Oder es wird darauf geschaut, dass man Sanierung betreibt, dass man Expansion betreibt. Wichtig ist, sie betreiben keine Neugründung. Also es ist nicht so, dass man, sage ich mal, auf ein Geschäftsmodell, so wie man das vielleicht aus Höhle der Löwen kennt, das ist ja da auch öfter mal so, dass jemand kommt und er hat noch überhaupt keinen Umsatz oder irgendwie, ja, hat eine Idee und möchte die irgendwie vergeben, da sind die raus. Es geht da wirklich darum, bestehende Unternehmen, die quasi so ja schon im Tun sind und auch schon ja aktiv sind, sozusagen zu sanieren und entsprechend bei der Expansion zu helfen. Wie gesagt, Vorteil ist, die Schulden- oder Verschuldungsquote ist gedeckelt. Und ich habe hier mal ein ganz prominentes Beispiel mitgebracht. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Das Ganze ist nämlich Ares Capital. Das ist ein BDC und das Interessante ist, dass Ares Capital einer der größten BDCs überhaupt ist. Ja, dementsprechend glaube ich, dass vielleicht auch der ein oder andere, der heute hier mit dabei ist, den vielleicht sogar im Portfolio hat, weil der halt, wie gesagt, sehr bekannt ist und zu seiner Zeit gerade vor dieser Covid-Situation auch sehr günstig, sehr niedrig bewertet war. Nichtsdestotrotz mittlerweile auf absoluten Höchstkursen notiert. Dementsprechend ist auch die Dividendenrendite aktuell zumindest nicht so wirklich attraktiv. Man muss dazu sagen, dass Ares Capital verwaltet das Nettovermögen von über 8 Milliarden US-Dollar hat und an über 200 Firmen beteiligt ist. Also auch hier Thema Diversifizierung. Solche Firmen sind dann auch nicht irgendwie an 10 Firmen beteiligt, sondern jetzt in dem Fall hier, wie gesagt, an weit über 200 Firmen. Im Rahmen der letzten Finanzkrise, weil das ist vielleicht auch nochmal interessant, im Rahmen der letzten Finanzkrise ist Ares Capital vom Kurs 20 auf 4 Euro gefallen oder 4 US-Dollar gefallen. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal, wie das Ganze nach der Covid-Situation aussieht. Ja, da sind wir hier bei 54 US-Dollar. Also wir hatten hier jüngst in der Vergangenheit einmal die Situation, das sieht man hier auf dem Chart jetzt nicht, dass wir wie gesagt auf 4 Dollar runtergefallen sind von 20 und jetzt aktuell hier auch, wenn man sich das mal anschaut, das, was wir jetzt hier in der jüngsten Vergangenheit erlebt haben, da waren wir hier schon mal auf Allzeithoch. Dann kam, wie gesagt, das, was wir ja alle miterlebt haben, da sind wir auf die 20 nochmal runter. Und seitdem haben wir uns eigentlich nur nach oben entwickelt und ja, notieren aktuell bei um die 55
US-Dollar. Das Ganze ist natürlich ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend. Und ja, ich selber bin jetzt, sage ich mal, aktuell nicht bereit, da irgendwie eine Position zu eröffnen, weil mir der Kurs einfach viel zu weit gelaufen ist. Ich persönlich würde hier an diesen Rücksetzern irgendwie nochmal schauen, ob man da vielleicht was machen kann, so im Bereich um die 40. Aber auch da finde ich persönlich gerade alles andere als attraktiv für denjenigen, der drin ist. Freut mich natürlich, weil, wie gesagt, es ist nach wie vor, wenn man sich das hier anschaut, kann man sich das hier mal so charttechnisch einfach mal anschauen. Es ist ein sehr schöner Aufwärtstrend, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ja, Ares Capital ist ein Quartalzahler, das können wir hier anhand der letzten Zahlungen sehen. Wir hatten hier ja, jetzt vor 2 Wochen, wir haben heute den 23. ja, ungefähr vor 10 Tagen. Und hier hatten wir in 2020 4 Zahlungen. Dementsprechend ist das ein Quartalzahler. Bei dem aktuellen Bewertungsniveau, das hatte ich vorhin nochmal nachgeschaut, liegt die Dividende bei 3,42%. Das heißt, das ist natürlich nicht allzu üppig. Hängt, wie gesagt, einfach damit zu tun oder hat einfach damit zu tun, dass wir in einem absoluten Allzeithoch sind und dementsprechend auch ja, die Dividendenrendite natürlich niedrig ist. Aber da kann man auch mal sehen, dass, wenn wir aktuell, ich sag mal, immer noch bei 3,5% Dividendenrendite sind, wie hoch die Dividendenrendite dann wahrscheinlich war, als man hier die Möglichkeit hatte, solch einen Kurs wirklich im Bereich von um die 20 sich nochmal ins Portfolio zu legen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht gemacht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier immer mal einen Blick drauf zu haben und den Wert vielleicht auf die Watchlist zu tun. So, jetzt habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich hier auch die Möglichkeit mitbringen möchte, einfach mal zu schauen, wie sieht das Ganze denn saisonal aus? Ja, welche Bereiche unterjährig versprechen denn vielleicht einen guten Einstieg und welche Bereiche versprechen denn vielleicht einen guten Ausstieg? Und da bediene ich persönlich mich immer den Saisonalitäten. Wir können auch nächstes Mal auf jeden Fall mal über das Thema Saisonalitäten ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich denke, vielleicht das ist durchaus auch interessant für den einen oder anderen, weil man da auch ein besseres Verständnis davon bekommt, wie ich das Ganze in dem Rahmen verwende. Ich habe hier mal eine Auswertung mitgebracht. Wie gesagt, die stammt jetzt von Ares Capital und die zeigt einfach, dass wir hier im Jahr 2005 begonnen, bis in das Jahr 2020 diese Auswertung sozusagen gefahren haben. Und es geht darum, dass wir in diesem Bereich am 18. März bis zum 31. August investiert sind. So, jetzt mal kurz im Kopf geschlagen, das ist April, Mai, Juni, Juli, August. Müssten ungefähr 5 Monate sein, also so Pi mal Daumen. Und nicht wundern, dass wir hier manchmal den 20. haben, wir haben ja manchmal den 19., hier haben wir mal den 2. September, hier haben wir sogar mal den 3. Ja, nicht wundern, das hängt einfach damit zusammen, dass wenn dieser Stichtag bei der Auswertung oder anders gesagt, wenn dieser Stichtag halt auf ein Wochenende fällt, also zum Beispiel auf den Samstag oder auf den Sonntag, dann wird logischerweise immer der nächste Handelstag genommen. Es kann also auch mal sein, dass es dann halt Montag war oder halt, ja, wie gesagt, ein Freitag. Deswegen davon jetzt nicht verunsichern lassen bei der Auswertung. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass dieser Zeithorizont, also dass es sinnvoll sein kann, wie gesagt, durch keine Anlageberatung, dass man Ares Capital im März, und deswegen bringe ich das hier mit, weil wir gerade uns auch in diesem Bereich befinden, eine Position aufbaut, wenn man das möchte, und diese Position bis Ende August sozusagen hält. Und das schauen wir uns mal an, wenn man das denn machen würde, wie sich das Ganze entwickeln würde. Und was hier natürlich auffällt, ne? Und deswegen hier auch der Hinweis, Thema Saisonalitäten ist ein super Tool, um sich damit auseinanderzusetzen und auch um, wie gesagt, seine Position so ein bisschen Feintuning zu betreiben. Was man aber auch hier sieht, und das würde mich jetzt zum Beispiel auch grundsätzlich davon abhalten, eine Saisonalität stumpf als Handelssystem zu verstehen, weil das ist de facto nicht, sondern dazu gehören eben einfach immer noch weitere Parameter, dazu gehören Filter mit dazu und Saisonalität ist halt eins von mehreren Faktoren, meiner Meinung nach, wenn man sich eine Handelsstrategie baut. Nichtsdestotrotz kann man schauen, ob man hier einen statistischen Vorteil sich erarbeiten kann. Was hier aber auffällt, ist gerade, dass die kumulierte Profit-Kurve hier nicht wirklich stringent geht, sondern es sind hier immer so, ich sag mal, Phasen, die sehr viel seitwärts laufen, sorry.
und dann immer mal so ein größerer Push kommt hier nach oben. Und das spricht halt dafür, dass, sage ich mal, Einzelereignisse diese Performance ausgelöst haben. So, das heißt, das sehen wir hier auch. Zum Beispiel 2009 hatten wir ein starkes Einzelereignis und wir hatten hier 2020 ein starkes Einzelereignis, wen wundert's? Und alles andere hier so in der Zwischenzeit ist eigentlich mehr oder weniger so Seitwärtsrauschen. Ja, wir haben natürlich mehr Gewinner als Verlierer, das heißt, unterm Strich ist das schon okay, aber was mich halt stören würde ist, oder was man jetzt in der Auswertung sich anschauen müsste, was bleibt über, wenn man das hier sozusagen glättet oder so oder aus der Untersuchung sozusagen rausnimmt. Wir gucken uns auch nochmal die nackten Zahlen zusammen an, dass ihr das auch nochmal seht. Und was hier ausfällt, ist, dass ich hier 16, also 9 plus 7 halt 16 Jahre mit in die Betrachtung mit eingezogen habe. Und was natürlich hier schön ist, wir haben einen durchschnittlichen Profit von 25% bei einem durchschnittlichen Verlust von 3,5% ungefähr, ja. Und das, was wir hier maximal hatten, waren 140%, was wir maximal Loss hatten, waren 8. Das sind natürlich unglaubliche Zahlen und würde man so auf den ersten Blick gehen, boah, was für eine Hammerstrategie, klar, jetzt vielleicht nicht super statistisch repräsentativ, weil es sind nur 16 Einzelereignisse, aber das, was hier halt, was man hier halt sehen kann, dass die Zahlen eigentlich einem gar nichts bringen, wenn wir nicht diesen Gewinn- und Verlustverteilung haben und auch die kumulierte Profitkurve, weil so würde man sagen, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe hier ein Chancen-Risiko-Verhältnis von irgendwie 1 zu, von irgendwie 1 zu 8 ungefähr. Wenn ich mir aber dann angucke, dass das eigentlich auf dem Rücken von zwei Einzelereignissen gebaut wird, wird schnell klar, okay, das ist eigentlich eine Strategie, die so nicht funktionieren kann. Nichtsdestotrotz, wenn man einen Profit hat und einen Buchgewinn hat, investiert ist, kann man diese Zeiten sozusagen nutzen, um einfach mal zu schauen, ob man hier seine Position vielleicht in diesem Bereich um den August, September schließen möchte. Oder aber wenn man sagt, ja, ich bin da überzeugt von, ich möchte investieren, kann man überlegen, ob man seine Position vielleicht hier im März in dem Bereich eröffnen möchte. Dafür soll es sein. So, gehen wir mal weiter zur nächsten saisonalen Aktienanalyse. Und das ist jetzt ein Unternehmen, was ich selber in der Corona-Situation erstmalig in mein Portfolio eingekauft habe. Und das Ganze ist Main Street Capital Corporation. Und das Ganze ist ebenfalls ein BDC, also ein Business Development Company. Und wir schauen uns das Ganze hier mal zusammen an. Das Erste, was wir sehen, anders als im Vergleich bei der Firma davor, ist es so, dass wenn man jetzt ganz strikt sich das Ganze anschaut nach dem Trendmuster, dass wir hier nach wie vor, zumindest ganz übergeordnet, ja, immer noch uns im neutralen Bereich befinden, weil wir sozusagen kein neues Allzeithoch gemacht haben. Wir sehen aber natürlich auch, dass wir hier unterhalb oder innerhalb des Trendes hier ein neues 1, 2, 3 gebildet haben. Das heißt, ich würde tendenziell davon ausgehen oder würde das so handhaben, dass es das für mich wieder ein Aufwärtstrend ist. Das heißt, ich habe hier auch mit der Position sozusagen überhaupt keine Bauchschmerz. Ne? Was man natürlich schauen muss oder schauen sollte, ist, dass bestmögliche dieser Bereich nicht nochmal in der nächsten Zeit unterschritten wird. Das ist ja auch so, deckt sich so mit diesem Widerstandsbereich, den man hier oder mit dem Unterstützungsbereich vielmehr so überhalb von 25 bis hin vielleicht 27. Das sind immer so Pi mal Daumen Bereiche. Das ist nicht festzunageln auf ein genaues Level meiner Meinung nach, sondern immer so ein bisschen die Bereiche. Und da bewegt sich aktuell Main Street Capital sehr schön. Wenn man sich das hier auf Wochenbasis anschaut, dann kann man auch mal den Trendverlauf ein bisschen feiner sich anschauen. Sieht man hier so eine kleine ABC-Korrektur, die dann, ich weiß nicht, ob das jetzt hier genau ist, aber so in diesem Bereich dann auch wieder aufgelöst worden ist mit einem neuen Aufwärtstrend. Und ja, das Ganze jetzt denke ich, zügig wahrscheinlich auf neue Allzeithochs laufen wird. Zumindest sieht es so aus. Und solange wir hier unter das letzte Tief nicht fallen, ist das für mich auch das realistischere Szenario. Das erstmal so zu Main Street Capital, für mich ein sehr, sehr interessanter, sehr schöner Kandidat. Und was hier, wie ich finde, nochmal eigentlich ein bisschen schöner ist als bei Ares Capital. Natürlich ist Main Street Capital halt nicht der bekannteste und vielleicht auch nicht der größte BDC. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen nicht, sorry, nicht Quartalszahler, sondern einen Monatszahler vorliegen. Ja, das heißt, wir haben hier wirklich ein
Unternehmen vorliegen, das jeden Monat Dividende zahlt, das Ganze schon über 6 Jahre, zumindest nicht gesenkt, aber gesteigert. Kann sein, dass die Dividende schon länger gezahlt wird, müsste man dann recherchieren, aber zumindest ist die 6 Jahre gesteigert worden und nicht hat keine Senkung erfahren. Ja, wie gesagt, das Ganze 12-mal im Jahr, ähnlich wie so ein zweites Einkommen. Ansonsten der jährliche Dividendenzuwachs, und da muss man natürlich hier auch ehrlich sein, das ist jetzt nicht allzu doll, hier irgendwie so um die 3% und hier um die 4%. Dafür bietet uns Main Street Capital aber eine Dividendenrendite bei im aktuellen Bewertungsniveau, man muss dazu sagen, wir sind auch noch nicht auf Einzeithoch, von 6,40%. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ich habe das wirklich sehr gut erwischt im Tief und habe mir, glaube ich, eine zweistellige Dividendenrendite damals sichern können. Müsste ich nochmal nachschauen. War natürlich sehr glücklich in dem Fall. Hätte auch anders ausgehen können. Ja, in dem Fall ist es, wie gesagt, sehr glücklich gelaufen. Jetzt schauen wir uns aber mal das Ganze an, wenn man vielleicht selber noch nicht investiert hat, aber sagt, okay, mich interessiert das Unternehmen. Ich möchte vielleicht auch ein BDC mit aufnehmen und Ares Capital, wenn ich dieses Risiko schon eingehe, so einen Finanzierer mir ins Portfolio zu holen. Wie gesagt, das ist sicherlich nicht die konservativste Art der Geldanlage. Aber wenn ich das schon mache, das Risiko eingehe, dann möchte ich auch, dass ich da eine entsprechende Rendite einfahre. Dann lasst uns das mal zusammen anschauen. Wir gucken hier einmal auf den saisonalen Verlauf. Den habe ich hier auch mitgebracht. Hier wieder das Startdatum, hier wieder das Enddatum. So. Auch hier wieder der Hinweis, nicht wundern, es ist mal der 24., es ist mal der 25. und mal logischerweise der 23. Ausstiegsdatum ist der 2. Dezember. Außer hier haben wir einmal den 4. Dezember. Wie gesagt, ne, das hängt mit den Wochentagen am Ende zusammen. Hier sehen wir die Profitverteilung. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Und hier haben wir den prozentualen Profit. Schauen wir uns gleich nochmal an, wie das schlussendlich aussieht. Aber hier ist der Anlagehorizont länger. Bei Ares war das, meine ich, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, September oder Anfang, Ende August, Anfang September, genau. Und hier haben wir nochmal 2-3 Monate länger, nämlich bis in den Dezember, 2. Dezember von Ende März, also Ende März bis Anfang Dezember. Ne? Genau, so. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wie sieht hier die Verteilung aus? Und da muss ich natürlich sagen, sieht schon mal deutlich linearer aus. Hier, zack. Ja. Sicherlich auch jetzt nicht der Oberhammer, wenn man sich jetzt mal das Ganze sich anbetrachtet. Es steigt hier schon so in dem Bereich. Das ist schon okay. Ja, hier in diesem. Wo ist denn jetzt jemand? Also hier in diesem Bereich ist es schon okay. Und dann haben wir natürlich einen, zack, einen relativ hohen Ausbrecher, das ist einfach dem geschuldet, dass wir hier so ein Einzelereignis haben, hier 2020, das natürlich so ein bisschen ja, diese schöne Kurve nach oben katapultiert, ist ja erstmal positiv, aber wie gesagt, es bringt uns ja nicht viel, wenn das ein einziges Ereignis war und das halt überhaupt nicht repräsentativ ist, finde ich, wie gesagt, hier nicht so dramatisch, weil das könnte man relativieren und trotzdem zeigt das hier auch in diesem Zeitraum eine sehr schöne Gewinn- und Verlustverteilung. Man hat hier eine sehr hohe Trefferquote. Die Werte sind logischerweise nicht so wunderbar, wie wir das bei Ares Capital haben. Nichtsdestotrotz erachte ich es als deutlich realistischer hier beim Main Street Capital, wenn man sich mal das anschaut. Wir haben hier 13 Einzelereignisse. Auch das ist für die Statistiker unter euch natürlich nicht repräsentativ, das ist mir klar. Nichtsdestotrotz kommen wir hier auch im Durchschnitt auf ungefähr 25%, im Verlust auf ungefähr 12-13%, das heißt 1-2. Und wenn man sich das maximale Gewinn anschaut von knapp 100% und den maximalen Verlust von knapp 23-24%, ist das immer noch sehr, sehr gut. Das heißt, das ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt sagen würde, okay, das könnte man sich an der Stelle auf jeden Fall mal genauer anschauen, ob man hier darauf vielleicht auch eine Strategie aufsetzen möchte. Was hier an der Stelle auch nochmal interessant sein kann, ja, wenn man jetzt sagt, okay, diese Saisonalitäten oder diese Beobachtungen sind ja erstmal interessant, warum ist das so?
das weiß ich auch nicht, zumindest in dem Beispiel dieser beiden Unternehmen jetzt nicht, weil ich das nicht recherchiert habe, aber das wäre zum Beispiel etwas, was man jetzt machen könnte, dass man hier mal in die Recherche reingeht und einfach mal schaut, okay, finde ich für diese Beobachtung, weil am Ende sind das ja erstmal nur Beobachtungen, die man sich dann nochmal anschauen müsste, ja, ob man da vielleicht auch eine fundamentale Erklärung zu findet und dann könnte man schauen, sagt man, sagt, okay, das macht Sinn und das wird wahrscheinlich auch fundamental begründet die nächsten Jahre immer wieder so passieren, dass man darauf vielleicht eine Strategie natürlich logischerweise auf eigenes Risiko drauf aufsetzt. Das sind die beiden Kandidaten, die ich hier erstmal soweit mitgebracht habe. Wie gesagt, Main Street Capital, damit auch kein Interessenkonflikt ist, bin ich selber investiert. Ares Capital bin ich nicht selber investiert. Das sind die beiden Punkte oder die beiden Unternehmen, die ich hier in dem Bereich zum Thema BDCs mitgebracht habe. Dann zu guter Letzt, bevor ich auch soweit mit meinen Themen dann langsam mich Richtung Ende begebe, ist eine Frage, die ich vom letzten Mal noch mitgebracht habe. Und zwar wurde da die Frage gestellt, wie viel Geld braucht es, um zu starten? Ja, die Frage ist natürlich jetzt sehr allgemein und die ist nicht wirklich spezifisch gestellt worden. Ich möchte aber da trotzdem mal so versuchen, so ein bisschen drauf einzugehen. Also ich finde die Frage erstmal gut, weil sie natürlich zeigt, dass man vielleicht, ich sag mal, ja, mit dem Gedanken spielt, gar nicht erst zu starten, weil man vielleicht zu wenig Geld hat oder vielleicht glaubt, okay, ich muss erstmal warten, bis ich eine bestimmte Summe X habe, um zu starten. So. Ich würde erstmal sagen, ganz grundsätzlich, umso eher man anfängt zu investieren, umso besser. Ja, gerade der Partner im FX Flat, finde ich, bietet hier super Möglichkeiten, mit wirklich kleinem Konto auch zu starten und hat hier auch von den Handelsgebühren hier erstmal, sage ich mal, die Möglichkeit, wirklich in einem guten Rahmen zu agieren und vor allen Dingen, man hat auch die Möglichkeit, wirklich auch auf exotischere Investitionen, ja, einfach eingehen zu können. Das finde ich erstmal grundsätzlich prima. Dann ist es so, dass, um die Frage beantworten zu können, es auch gesagt werden muss, wir werden nicht bezahlt für Timing the Market, sondern für Time in the Market. Das bedeutet, umso länger der Anlagehorizont ist, umso statistisch wahrscheinlicher ist es, dass wir mit einer positiven Rendite rausgehen. Ja, das heißt, umso eher man anfängt, umso besser, platt gesagt. Und ich würde auch tendenziell, wenn ich jetzt, sage ich mal, gar keine Erfahrung hätte, ich meine, ich mache das jetzt seit über einer Dekade, bin ich an den Finanzmärkten aktiv. Ich bin auch reingewachsen, ja, mein Konto war mal klein und ist jetzt halt entsprechend größer. Bin aber, wie gesagt, da auch reingewachsen und für mich waren die Schwankungen am Anfang, sage ich mal, auch Neuland. Deswegen finde ich es prinzipiell gar nicht verkehrt, wenn man mit einem kleineren Konto startet. Ja, das Konto muss nicht fünfstellig, sechsstellig oder größer sein, sondern es können auch, wie gesagt, kleinere Konten sein, um einfach mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist und wie man selber auch darauf reagiert, wenn auf einmal das Konto halt anfängt zu schwanken. Dementsprechend, wie viel Geld braucht es zu starten? Ich würde sagen, das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass man startet. Das ist eigentlich das viel Entscheidendere. Und dann natürlich, und so ehrlich muss man dann auch sein, je nachdem, was das Ziel ist, je nachdem, was die Intention ist, braucht man aber am Ende dann, um das Ziel letztendlich zu erreichen. Also ich sag mal, wenn man von seinen Kapitalerträgen leben möchte oder wenn man die Rentenlücke, so wie im allerersten Webinar, was ich hier gehalten habe, schließen möchte, dann kann man das Ganze natürlich mathematisch relativ einfach ausrechnen und weiß dann auch, wo man irgendwann hinkommen muss. Aber wie gesagt, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, dementsprechend der Weg ist das Ziel und lasst euch da dann dementsprechend oder lassen Sie sich dann dementsprechend davon vielleicht auch nicht abschrecken, dass man erstmal kleinere Schritte geht. Ja, das so zu der Frage. Ansonsten, wenn im Nachgang noch Fragen sein sollten, gerne mich kontaktieren unter der E-Mail-Adresse, mich über das Kontaktformular kontaktieren auf meiner Webseite. Ansonsten bin ich auch immer zugegen in meinen YouTube-Kommentaren oder auch auf dem YouTube-Kanal von FX Flat. Da schaue ich auch immer mal rein, ob da Kommentare unter den Videos sind. Also für alle, die sich auch im Nachgang die Aufzeichnung anschauen, seid immer herzlich eingeladen, da Fragen zu stellen. Und dann schaue ich natürlich, dass ich die bestmöglich beantworte. Ich schaue jetzt mal in die Fragen rein, ob mittlerweile Fragen da sind. Wenn nicht, dann schreibt die gerne jetzt rein. Wie gesagt, ich bin da. Wenn ich kurz nichts sagen sollte, nicht wundern, dann bin ich einfach am Lesen. So.
Nee, warten wir mal auf die 17 Dollar bei Ares. Ja, ob die 17 Dollar noch kommen, das ist auf jeden Fall ambitioniert. Aber ja, man weiß es nicht, ob die 17 Dollar kommen. Das wäre natürlich, ja, aktuell sind wir bei 54, ob wir da wirklich nochmal auf die 17 kommen. Keine Ahnung, aber dann wäre ich auf jeden Fall auch gewillt einzusteigen. aber lassen wir uns mal überraschen, ob das tatsächlich kommt. Wie gesagt, eine Glaskugel habe weder ich noch sonst irgendjemand. Genau. Ansonsten, wie gesagt, Fragen gerne reinstellen. Ansonsten sehe ich hier erstmal nichts an Fragen. Wie gesagt, aber wenn im Nachgang was noch dabei sein sollte, dann auch gerne immer einfach mir zuschicken. Dann haben wir auch die Möglichkeit, dass ich das für das nächste Webinar mit vorbereite, mit aufnehme und kann mich dann dementsprechend ausführlich dazu auch nochmal äußern. Da ich sehe, dass bis jetzt keine weiteren Fragen reingekommen sind, würde ich sagen, brauchen wir das Ganze auch nicht weiter in die Länge ziehen. Ich schaue mir deine Videos an, dann habe ich sicher Fragen. Ja, Helmut, sehr gerne. Wie gesagt, schau dir die Videos an und dann lass die Tasten glühen. Schreib gern rein. Ich versuche da, wie gesagt, auch immer zeitnah auf jeden Fall darauf einzugehen. Ansonsten, wie gesagt, ich sehe hier jetzt erstmal keine Fragen. Dann von meiner Seite schon mal eine kleine Abmoderation. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war Mehrwert für euch mit dabei. Ich freue mich, wie gesagt, auf das nächste Webinar im April. Und ja, bis dahin verbleibe ich erstmal mit lieben Grüßen aus Braunschweig. Bleibt alle gesund, schaut, dass eure Investitionen sich vernünftig entwickeln. Und ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und wie gesagt, wünsche euch bis dahin auf jeden Fall alles Gute. Ich danke dir, Julian. Danke dir fürs Webinar. Danke Super. auch an die Teilnehmer, dass sie noch tatsächlich so zahlreich erschienen sind. Das nächste Webinar Ende April, 27. Haben wir den Julian dann wieder bei Ja, uns. genau. Und ich würde dann abschließend einfach noch sagen, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und ich hoffe, wir hören uns wieder. Und wir uns auch, Julian. Definitiv. Ich freue mich und wie gesagt, wünsche euch allen einen schönen Feierabend, ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.